After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Carl is sweet. What's up, sweet? What you want? It's Mama. She's dead, bro. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Watch your head. Ah. Oh, my bad. Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Hey, man, my bad. How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom's. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendleberry. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. But you don't bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. See you, Hernandez. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Habt ihr dieses Bullenauto gesehen, wie das herumgestottert und geleckt hat? So ein Polizeiauto möchte ich auch gerne haben. Ja, herzlich willkommen beim Let's Play zu GTA San Andreas. Ja, es ist lange her, seitdem ich das gespielt habe. Ich habe es wirklich mal, glaube ich, 2013 oder 2012 mal gebracht und irgendwie ist die Steuerung gerade ein bisschen verkehrt. Ist es die Steuerung? Ist es die Steuerung so verkehrt? Hä? Aha. Mauseinstellungen. Mausempfindlichkeit. Maus in den Tieren, ja. Okay. Wieso ist es invitiert gewesen? Sonst habe ich eigentlich alles richtig. Ja, ich möchte euch einfach kurz sagen, dass ich ein besonderes Let's Play machen werde. Also ihr denkt jetzt sicher, oh, jetzt macht der auch noch ein Let's Play. Und so weiter. Und das ist klar, ich will auch mal wieder ein Let's Play zu GTA San Andreas machen. Habe es nie so richtig viel weit gebracht. Ich habe jetzt ein Gamepad und das sollte auch gehen, ja. Sehr gut. Ich möchte sehr viel Rollenspiel machen. CJ ist so ein guter Rollenspielcharakter. Man kann in diesem Spiel so viel machen und ich möchte euch ja immer wieder Rollenspieleinlagen bieten neben den Missionen. Ich werde immer wieder eventuell eine Mission machen und dann werde ich wieder ein bisschen Rollenspiel machen, dann wieder eine Mission und so weiter. Und ja, ich werde euch einfach auch ein paar Dinge zeigen, die ich so ein bisschen herausgebracht habe. Also, wisst ihr,
ich habe sehr viel. Zwischen 2005 und 2009 habe ich sehr viel GTA San Andreas gespielt. Dann hatte ich einen neuen PC und konnte ich das Spiel nicht mehr spielen. Einfach aus irgendwelchen Gründen. Jetzt habe ich die Steam-Version. Ja, sie ist ein bisschen beim Radio weniger, aber ich habe auch kein Radio mehr eingestellt, weil ich die Copyright-Verletzungen nicht mehr haben. Sie meinen immer wieder, oh, das Video hat ein bisschen vom Radio. At least it was before I fucked everything up. Und so weiter, und das ist frech, oder? Deshalb habe ich damals auch das Let's Play aufgehört. Und jetzt möchte ich das Let's Play weitermachen, einfach ohne Musik. Weil eben scheinbar meint, ja, YouTube, sie können alle Videos entschärfen, das Video, das Lied rausschneiden, oder? Das dürfen sie nicht. Es ist ein Spiel. Und das Spiel Let's Play, ich Let's Play ja nicht die Musik, oder? Also ich verstehe manchmal YouTube nicht. Oh, sexy Schlampe. Ja, also. Wir müssen die erste Mission machen, sonst können wir nicht speichern und so weiter. Und wir werden verhungern. Danke, aber. Genau! Machen Salto, genau. So, Big Smoke heißt die erste Mission. Du siehst sehr dünn aus, CJ. Sollen wir nicht mal etwas fressen? Komm, wir machen die Mission und fressen mal etwas Großes. Wirst du fett. Ah, ich habe Stimmen im Kopf. Nein! Ich werde sterben. Wir werden alle sterben. Hilf mir. Ja, genau, den Stuhl mal richtig hinstellen. Nicht verkehrt herum. So, an den Tisch. Und jetzt kommt ein Fettsack von rechts. Komm jetzt, du Fettsack, du bist zu spät. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! Dick und doof. Oh, my dog! What's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, nein, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. Du selber. It's cold, dog. Like it says in the book, we are blessed. Du musst gar nicht so scheinheilig machen, du blödes. Same things make us laugh, make us cry. Blöde Fettsack. Right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Ja, ja. Und er hat vorher die Ballas angerufen. Scheiße. Oh, das verpixelte Bild. Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in and keep it real. Immer wenn ich dieses Xbox One Gamepad in der Händen habe, schwitze ich. Wieso? Oh nein, mein Bruder. Oh. Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. Meine Schwester. Oh Gott. Oh. I can't believe she gone, man. Und ich bin der Dünnste. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed it. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. Look, what the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, genau, fick dich, Bruder. Real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It, big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. Aha. Ich glaube, der hat ein bisschen Macken. Boom. Ballers, drive by, incoming. Boom.
We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Ja, ich muss so ein scheiß Fahrrad haben, genau. Nein, die folgen mir. Ich will nicht Stück L. Das ist ein Bunnyhop, oder? Na, so. Weiter geht's. Komm, schneller. Schneller. Boah, das Auto ist weniger schnell als ich. Nein. Nein. Es geht immer auf mich. Ja, toll. So schaffe ich das nicht. Boah, da hat eben einen Golfschläger gedroppt. Und jetzt? Hey, ich kann nicht mehr vorwärts kommen. Fick dich jetzt, du Scheißballerswagen. Jetzt geht es weiter. Los. Boah, verlieren wir schon die erste Mission, wenn das so weitergeht. Der ist auch so schwach. CJ, wo hast du deine Luft gelassen? Immerhin geht der jetzt irgendwo anders hin. Jetzt müssen wir los, hopp. Jetzt werde ich einfach mal so bleiben, ja. Und schon ein bisschen. Aber wieso kann ich jetzt nicht mehr? Ja, toll. Ich werde sowas von verlieren. Aha, da packen noch ein paar Menschen herum. Sehr schön. Der hat einen Unfall gemacht. Why you bother coming back? Wo müssen wir jetzt hin? Eben dadurch. Und ihr kommt nicht hier. Ups. So. Ah, solltest du das machen. Ratskill verbessert. Du kannst höher springen. Also los jetzt. Vorwärts. Gas geben. Los! Ich drücke schon die ganze Zeit und er gibt kein Gas. Dieser Fauch. Nein! Nein! Los, vorwärts! Nein! Nicht treffen! Boah! Ich werde sowas von versterben. Nein, nicht dort rein! Aufs Fahrzeug! Genau, aufs Fahrer. Ich werde sterben. Boah, ich gehe jetzt hier durch. Danke. Mann, oh, die Steuerung ist scheiße! Bullen! Nein! Töte doch die Bullen. Ah, scheiße, und ich kann nicht hüpfen, nichts machen. Die Kamera ist auch scheiße. Wir werden die erste Mission verlieren. Mann, wieso ist die Kamera so scheiße? Ich muss mit dem Ding steuern. So, geht viel besser. Genau. Ja, und jetzt zurück. Zurück. Kann ich nicht schießen. Ich möchte gerne selber schießen. So. Ja, danke, er trifft mich sogar. Ah, jetzt muss ich wieder mit dem Ding. Hallo, darf ich gerne mal zurück? Hallo, mit welcher Taste geht man zurück? Ich werde sowas von sterben. Ja, sicher. Ich muss auf die andere Seite. Mann, das Spiel hasse ich schon in der ersten Mission. Ich werde sowas von hassen, dieses Game. Endlich! Ich kann nicht. Ich kann die Kamera nicht bewegen, ich kann nichts, das wurde noch nicht unterwiesen, oder? Also, jetzt sagen sie sich etwas Böses, aber ich hab's geschafft. So. Ja, mit diesem Fettsack. Sie sagen immer irgendwie böse, wenn ich irgendwas schlecht mache. Aber nur ein bisschen Zeit. Die Steuerung ist so hässlich gewesen damals. Immer noch in den Videospielen ist die Steuerung immer hässlich. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. Ja, werden wir machen. Wir werden extra lila Klamotten kaufen, um die ein bisschen zu nerven. So. Darf ich jetzt auch
bitte endlich speichern, wenn schon das Spiel ohne Steuerung nicht geht. Ich habe immer den rechten Button gedrückt. Nie ist die Kamera, hat sich überhaupt nicht bewegt. Und irgendein Auto ist explodiert gerade. Ah, jetzt geht plötzlich die Kamera wieder. Okay. Vielleicht war es, weil die Kamera keinen Platz hatte, links und rechts, aber es war ja mega nervig. Ja, Respekt wurde erhöht. Aber ich kann immer noch nicht zurück. Wieso kann man denn? Jetzt kann man zurück. Oh, jetzt? Wow, die Steuerung hat auch endlich mal kapiert, dass sie zurück muss. Ah, wow. Endlich habe ich auch mal einen Zurück-Button bekommen. Aber das Spiel hat erst jetzt den Zurück-Button kreiert. Also, ich habe ja die ganze Zeit schon X gedrückt. Aber, ging nie. Ja, also gehen wir mal nach oben. Und schauen uns mal an, was wir hier haben. Eine Kamera. Cool. Das können wir fotografieren. Ja, aber recht. Mit schlechter Steuerung muss ich halt switchen. Und hier ist der Kleiderschrank, da muss man immer zuerst reingehen. Sonst lädt das Spiel den Kleiderschrank gar nicht, okay. Binko, Oberkörper, ja, das haben wir an, das haben wir auch an. Wir haben gar noch nichts. Toll. Weißt du? Also ich muss eigentlich fressen etwas, sonst sterbe ich durch Hunger. Ja, das Spiel hat ja solche Rollenspieleinlagen, die ja mega cool sind, aber in GTA Online nicht gibt. GTA 5. Okay. Aber darf ich jetzt wieder... Jetzt geht wieder... Hello? Hey, thought I explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing. And split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Ich hab ne Schlampe berührt. Irgendwie geht die Steuerung einfach nicht. Egal was ich mache, die Steuerung geht nicht. Das geht. Aber ich kann den rechten Button bewegen, wie ich will. Das ist Wahnsinn. Wie soll ich denn so steuern können? Ich glaube, das ist wegen der Tastatur. Weil wenn ich an die Tastatur irgendwas mache, geht die Steuerung wieder nicht. Aus. Aus. Steuerung ändern. Steuerung zu Fuß. Ja, das ist immer noch da. Aber, wieso kann ich denn nicht bewegen? Hallo, ich möchte mit... Ich möchte eigentlich nur mit dem Gamepad bewegen. Das ist mega scheiße gemacht. Ich tue ja gar nichts drücken auf der Tastatur und trotzdem kann ich die Kamera nicht bewegen. Ja, das stelle ich vorübergehend halt mit der Maus und Tastatur, aber ist mega frech. Wieso haben die das nicht eingestellt, dass man einfach nur mit dem Gamepad spielen will? Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street, you damn? I'm always damn. Oh, Graffitis. Wer braucht schon Graffitis? Let's go, bitch. Hey, ja, und der sagt noch Bitch zu mir. So, endlich mal gut steuern. Aber das Gamepad macht irgendwie Probleme. Wieso? Ich steuere doch mit Gamepad und nicht mit Tastatur. Aber jetzt muss ich mit Gamepad... jetzt muss ich mit Tastatur steuern. Reden, lass ihn den mal reden. I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. We were always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing.
You still a buster to me. Yeah, okay. Thanks, homie. Yeah, don't mention it. So, diese Mission kommt jetzt, okay. Ist gar nicht mehr, dass das die zweite Mission ist, aber gut. Jetzt nehmen wir gleich mal eine Top-Frisur. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Ich habe 53 Dollar. 53 und dafür nehme ich eigentlich die beste Frisur. Oh, Flat kann ich nicht. Afro und Ziegenbart. Dann nehme ich lieber den Sherry Curl. Was? Ich habe aber Enter. Darf man nicht Enter drücken? Gut. Oh, die Steuerung. Und mit Umschalt links tut man hüpfen. Wieso tut man nicht mit Leertaste hüpfen wie bei jedem Spiel? Sesame Bart. Kurze Bürste John Conroe Luke. Ich nehme einen Cherry Curl. Und jetzt, was muss ich drücken? Ah, Leertaste, wow. Danke, Spiel. Ja. Nämlich, so pervers. Ist mega schwul. Aber ich nehme einfach die Frisur, die halt gerade am das Geld. You know some, I take it back. Immerhin hat er einen guten Satz, oder? Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. Okay. Ja, ja, das weiß ich. Das wird alles noch erklärt. Aber irgendwann habe ich das mit der Störung auch draußen. Hä? Ich spiele ja nebenbei online und dort ist die Störung wieder ganz anders. Aha, so viel Fett habe ich. Okay, komisch. Ich hätte gern einen Döner. Ein Döner, nicht eine Pizza, einen Döner. Ah, oh, jetzt kommt er. Give up the money. This a raid. Was? Bankenüberfall. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Oh shit, run. Nein. Nein, rennen. What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Aggressiv. Macht mich aggressiv. Up in, CJ. Step up, little G. Es macht mich aggressiv. So. Ah, hallo. Sag liebe Grüße an deinen Bullenschweine, aber dich auch mit. Gell? Nur mit Fluchen. Sehr gut. Mission geschafft. Ich wollte die Schrottflinte, deshalb habe ich den auch überlegt. Und eine Pistole habe ich auch. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Wunderbar, wir sehen ja so schon so sexy aus. Das ist einfach cool. So, ich werde die Steuer noch ein bisschen umändern. Ich muss nämlich Shift und Leertaste auswechseln. Oder dann wäre es gar nicht mal. Ich möchte gerne, was ist es gewesen? Hüpfen. Springen möchte ich gerne auf die Leertaste. Und sprinten möchte ich gerne auf Umschalt. So, sehr schön. Ja, und jetzt muss ich einfach noch die Steuerung mit dem Gamepad rauskriegen. Aber irgendwie, wenn ich jetzt mit der Tastatur irgendwas steuere, wird die Umschalt-Taste deaktiviert beim Gamepad. Und das ist eigentlich relativ blöde. Boah, sehen wir sexy aus. Cool.
Und immer noch kein Geld. Nein. Wir müssen Geld verdienen. Jetzt haben wir noch 6 Minuten Zeit, irgendwas zu machen. Also gehen wir kurz raus und holen mal etwas. Ich möchte mal schauen, ob das schon dort ist. Aber ich möchte mal schauen. Also es gibt viele Sachen, aber zuerst einmal möchte ich gerne mal wieder etwas holen. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wo die Waffen sind. Aber ein Fahrzeug, das schnellste Motorrad, das es gibt, gibt es an einem Ort. Ich hoffe, das gibt es schon. Oh. Dazu muss ich eigentlich hier entlang gehen. So, oh, steuern kann ich noch nicht so gut. Es ist wieder eine Übersteuerung. Ja, hier ist es. Aus dem Weg. Ich hoffe, das ist schon da. Sonst wäre ich ja mega böse auf das Spiel. Ja, es ist da. Dankeschön. Das schnellste Motorrad vom Spiel einfach mal direkt gefunden. Und gleich mal nach oben. Sehr schön, hä? Ist es nicht toll? Ist das nicht prima? Ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Schauen dieses Pfades. Ich werde noch ein bisschen Fun haben. Und noch ein bisschen weitermachen das Video, aber wir müssen irgendwie nach oben kommen, ohne viel beschädigt zu haben. So, machen wir gleich mal einen Monster-Stunt. Ah, das gibt's hier gar nicht. Dafür gibt's eine Waffe hier. Ja, ich werde meinen Spaß haben. Meinen absoluten Spaß mit diesem Spiel. Nein, drüber musst du. Du musst drüber. Ja, genau so. Genau, den Kopf mal in die Ding. Ja, es geht nicht drüber. Also ich werde das in meine Garage abspeichern. Werde im nächsten Part dann weitermachen. Leider ist die Steuerung ein bisschen sehr wenig. Also man muss immer liegen, damit man steuern richtig kann. So wenig Geschwindigkeit. Aber ich werde im nächsten Part dann ein bisschen Rollenspiel machen. Jetzt haben wir 2 Missionen gemacht, fast 3 mit dem Anfang, aber das ist ja keine Mission hoffentlich. Und, oh, das ist noch ein Gravity. Ja, ich werde auf jeden Fall ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. So, die haben, glaube ich, geschossen aufeinander. Yes, voll rein. Ja, das Geschwindigkeitsgefühl war damals schon da, aber sehr verpixelt. Ah. So, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Part, zum zweiten Part. Dankeschön. Ja, liebe Leute, die rasen herum wie die Sau und da kommt noch ein Traktor, wie langsam. Ah. Tschüss.